Wieso sprichst du gerade von Schwimmbad? Schwimmbad. Beobachtet mich der Knilch irgendwo? Nein. Beobachtet mich der kleine Knilch. Boah, irgendwo? Gut, dass du angezogen bist. Mir kam die schon die Kotze. Boah. Boah. Da war's wieder. War ich gar, hab ich auch nicht. Mhm. Uiuiui. Alter, als wenn ich hier gerade Eimer... Nee, doch nicht. Ich hab sie doch noch alle im Schrank, die Eimer. Eimer! Auf Eimer... Eimann Abdallah. Eimann Abdallah. Super, super, ey. Jetzt muss ich schon mal... Was? Wo höre ich denn hier eine Spinne? Bei dir zu Hause, oder? Hallo? Ich bin gerade konzentriert. Die ist aber nicht bei mir im Haus, oder? Alter. Hör ich denn hier eine scheiß Spinne? Ich sehe die auch nirgendwo. Stirb. Keine Ahnung, aber irgendwo ist eine... Es hört sich echt irgendwie an... Aua. Ach ja. Oh, super, ich hab's geschafft. Es ist vollbracht, es ist vollbracht. Oh. Lebst du jetzt? Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ach, ich weiß, wo die Spinne ist. Ja, die ist direkt unter mir. Weil da gerade noch ein Hohlraum ist, den ich jetzt gleich erst versiegeln werde. Du kennst ja diese Hohlraumversiegelung, ne? Ja. Ja, irgendwas macht er anders. Er klang so abwesend. Was denn? Wer denn? Du? Was? Er ist tot? Er ist tot. Alter, das wird jetzt lustig werden mit der Spinne da unten. Die wird jetzt ersaufen. Ja. Die wird jetzt elendig ersaufen, die Spinne. Die arme Spinne, die hat doch nichts getan. Doch, sie spinnt mich die ganze Zeit hier an. Mit ihrem Tsch, Tsch. Weißt du, und dann sagt sie hinterher wieder, ich würde hier sabbern und so, ne? Tschüp, tschüp, tsch. Wo bist du eigentlich? Bist du noch bei den Schafen? Nee, ich bin gerade zu Hause. Oh Gott. Oh Gott, ich hoffe, dass die Erholungsphase den Schafen ausreicht, ne? Wenn du sie mal im Moment nicht rannimmst. Natürlich. Oh, oh, jetzt bevor die wieder sagen, grade... oh, der ist schon wieder da, da war ich drauf. Hilfe, 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 Hilfe. Lass das in Ruhe. Jetzt habe ich doch gerade fast was verpasst. Was denn? Kann ich jetzt nicht so sagen, aber ein gewisses Ende hatte ich verpasst. Ende? Ja, ja. Ende im Gelände. Aber naja, dann geht's jetzt noch weiter. Ende it, man. Genau. Komm, Schaf. Ja, komm. Ja, komm. Boah, ein Skelett unten im Wasser. Boah, mehrere Spinnen. Alter, jetzt geht's aber ab hier. Und was macht der... Alter, wieso ersäuft der nicht? Boah, da ist noch einer. Was ist los da bei dir? Alter, voll der Kampf hier. Voll der Kampf hier. Irgendwas spackt hier aber. Ist hier jetzt noch einer draußen? Und was macht meine Katze hier am... Jetzt hätte ich schon fast das verraten, aber ich sag's jetzt mal, jetzt kannst du auch der letzte Blinde erkennen. Am Poolrand, am Swimmingpoolrand, jawoll. Es ist ein Swimmingpool. Einen Poolen. Einen Poolen. Das ist diskriminierend. Poolen, aber mach nicht ruhig weiter.
Ach so, Entschuldigung, dann habe ich das natürlich falsch verstanden. Nee. Nee, was ist los? Was ist da? Nee, was ist los? Was ist da? Gar nicht. Jetzt muss man hier wieder alles aus dem Pool aufsammeln. Erstmal wieder auftauchen. Also im Pool plansche ich schon mal. Ist sehr angenehm. Auch so von der Körpertemperatur. Und die Katze sitzt da am Rand und guckt zu. Ist ja cool. Pass auf, ich hau dich mal mit dem Knochen. Komm mal mit, komm mal vom Rand. Komm. Komm mal vom Rand weg. Ja, da kannst du sitzen bleiben. Das hat die Tiere nur. Alter! Schluss. Ey, die Katze hat sich aber auch versetzt. Meine Katzen werden ja alle, die machen sich alle selbstständig, ey. Ja, ist doch nett. Irgendwann müssen die außen raus. Man, du meinst, man muss sie auch mal ziehen lassen? Mhm. Nein. Die sollen mir erstmal ihren Freund vorstellen. Den verprügel ich dann erstmal und dann sehen wir weiter. Nein. Okay, so die Katzen sind erstmal wieder hier soweit. Geil. Ja, und liebe Zuschauer, das hier wird natürlich jetzt noch verbessert. Jetzt ist wenigstens schon mal der Pool da. Aber hier kommt natürlich noch einiges am Pool dran. Und dazu... Und Müllers Esel, das bist du. Cool. Ich muss mal einmal mit Anlauf. Hui. Ja. Geil. Der Pool ist fertig. So, pass auf. Und jetzt gehe ich mal so ein bisschen Richtung fertig machen für eine Höhlenexpedition. Aber und überhaupt, ne? Also das dauert noch. Mhm. Das wollte ich dir auf umständliche Art und Weise sagen. Merk ach, du bist schon längst in der Höhle? Nein. Bin ich, er lacht schon. Bin ich nicht. Ich bin. Winnie-Puh. Winnie-Wilson-Kette. Ja, Winnie Gipskette. Sorgt bei Aufregung für Karl und die Annette. Mhm. Und du kennst die Annette, ne? Ja, boah. Hammergeil, ne? Alter, du kennst die Annette. Diverses. Da haben wir noch ein Nasenhaar. Nasenhaar. Haare. Orange, rot. Tolle Besonderheit. Lot. So, Erde. Erde hatte ich da was rausgeholt. Oh, haben wir noch zu viel. So, die Eimer können weg. Und dann, vor allem rüstungsmäßig muss ich jetzt gleich mal gucken. Da muss ich ja doch einiges neu machen für mich. Ja. Scheiße, da geht aber ganz schön viel Eisen bei drauf, ey. Aber nützt alle nix, ne? Ist halt so. Kannst auch direkt neues machen. Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. Manchmal eigentlich schon, kann man, ja. Manchmal ist das so. Manchmal. Coole Mucke gerade bei mir. Schön. Knochen. Ja, wo sind die Knochen? Da sind die Knochen. Spinnenfahren. Hä? Was wird da? Sortieren. Im Lager. Einsortieren. Im Lager. Sortieren. Im Lager. Im Lager. Ich sortiere gerade im Lager, weißt du? Die noch gut sind, die... Und die anderen? Naja, ne? Was soll ich da gehen jetzt noch duschen! Sagen? Alter, das ist aber jetzt ein bisschen... Was denn? Ja, was redest du? So, warte mal, da muss ich oben reinstoßen. In meine Go-To-Go-Kiste. Alter, so pass auf,
mein Diamantschwert. Das geht noch, auch wenn es Rückstoß drauf hat und das nicht so gut ist. Mhm. Aber gut. Eine Axt habe ich mit, eine. Dann brauche ich aber jede Menge Spritzhacken. Warum lachst du jetzt? Dein Humor, der ist so kindisch. Er hat Spritzhacken gesagt und dann lacht er natürlich sofort wieder. Ich habe nicht gelacht. Ach, du lachst ja jetzt noch. Mensch, jetzt hör doch mal einmal auf. Nein, mit deiner Lacherei. Die Facecam sagt was anderes. Ich bitte dich. So, noch eine Eisenspitzhacke. So, da habe ich eine, die fast im Arsch ist. Da muss ich mir noch eine Eisenspitzhacke mitnehmen. Die muss ich mir dann craften. Eine Schaufel. Nee, lass ich erstmal. Was kann man eigentlich Notfalls mit Spinnenaugen machen? Essen. Und dann? Ess mal eine. Warum? Oh, wirst du sehen. Bin ich dann vergiftet, oder? Ach. Ach, okay. Ach. Ja. Ach. Ach, überhaupt tot. Nicht verräterisch. Überhaupt nicht verräterisch. Ach. Bin ich dann tot? Bin ich vergiftet? Ach. Werde ich dann auch im RL sterben? Ach. Nein. Ach, hab den nicht so. So, pass auf. Axt habe ich eine dabei, das reicht. Schaufel habe ich auch eine dabei. Spitzhacken habe ich jetzt zwei neue, eine gebrauchte und mach mir aber noch eine. Mhm. Fackeln habe ich dabei. Essen nehme ich mir gleich noch mit. So, pass auf, jetzt mache ich mir erstmal noch eine Spitzhacke. Dass ich drei nagelneue dabei habe und die eine gebrauchte. So, das heißt, drei Stück. Eins. Ach, was mache ich denn hier? Keine Ahnung. Okay. Wieso, siehst du das nicht? Nee. Oh Gott. Muss ich alles sehen? Ja. Pass auf, ich nehme mal so 20 Stickies auch mal vorsichtshalber mit, falls wir uns dann nochmal irgendwie Werkzeug, ne, machen müssen. Ja. Also, pass auf, ich habe 20 Stickies. Da habe ich noch, warte mal eben, ich fülle nochmal, dass ich genau 64 Fackeln habe. Ich habe nämlich gerade, genau, 62 nur. So, jetzt habe ich 64 Fackeln. Drei nagelneue Spitzhacken plus die in Gebrauch ist. Essen besorge ich mir. So, jetzt geht's los mit der Rüstung. Ich glaube, so rüstungsmäßig habe ich gar nichts mehr. Scheiß die Wand an. Das geht. Da muss ich aber ganz schön viel. Hör mal, was machen wir? Bitte? Hallo. Ach, Bett brauchen wir nicht unbedingt mitnehmen, oder? Nee. Ich habe einen immer dabei. Obwohl, ja, wenn wir auf Höhlentour gehen, dann brauchen wir ja nicht, ne? Ja, eigentlich nicht, ne? Ja, okay, dann lass ich das hier. Weißt du, wegen Platzmangel, ne, ja. Überleg ich, ne? Dann nimmt ja alles Platz weg, ne? Tue ich das zurück. Oh. Boah, ich weiß es nicht, ey. Das ist mir so riskant hier. Mensch, was mach ich? Aber weil ich Och, Helm habe ich übrigens schon verloren. Nee, komm, ich mache mir lieber ein neues, weil das ist mir echt zu riskant hier. Okay. Weißt du, mit der Rüstung, weil dann geht dir genau die Rüstung dann kaputt, ne, wenn du in der Höhle bist und gerade wenn so eine Brustplatte zum Beispiel fehlt, ne, dann wirst du zweimal vom Skelett angeschossen und dann war es das. Stimmt. Und das ist scheiße. Also dann lieber jetzt ein bisschen mehr mitnehmen, ne. Ja, ich muss mir jetzt eine komplett neue Rüstung machen, ne. Hätte ich jetzt auch gerne anders gehabt, aber... Nein. Doch, hätte ich gerne anders gehabt. Sag doch nicht. Aber nein. Was. Aber scheiß drauf. So, und jetzt brauche ich noch... Pfeile hin. Schüchchen. Er hat schon wieder... Was sind die Pfeile hin? Er hat schon wieder... gemacht. Das... repariere ich. Okay. So, dann ziehe ich mal die Rüstung an. Ah, nagelneu. Hallo, ich sehe aus wie neu. Wie aus dem Ei gepellt. Wie aus dem Ei gepellt, sag ich da nur. Bäh. So.
Jetzt gehe ich da hoch. So, schmeiß hier die Schilder in die To-Go-Kiste rein, weil die unten nicht mehr reinpassen. Und dann gehe ich nochmal eben ganz kurz. Alter, diese Tür. So, jetzt gehe ich nochmal ganz kurz hier. Ja. Melonen holen. Ja. Schnauze. Was denn? Ach, immer aber ein Stack reicht. Wir bleiben ja nicht 100 Jahre weg, ne, oder? Ne. Ach komm, ich nehme mal noch ein bisschen mehr mit. Ne. Ja, komm, hier so. Ja. Ne. Jetzt habe ich genau 9 Stück mehr mitgenommen wie ein Stack. Das ist doch schon mal, ne? Reicht. Das sind Unterschiede. Oh, und jetzt habe ich die Haustür auf. Muss es zumachen, vorher. Boah, freue ich mich schon, wenn ich hier was am Pool noch gebaut habe. Das wird dann noch viel besser, wird noch viel besser. Hammer. So, pass auf. Wo bist du? Ich bin bei mir zu Hause. Wo du bist? Zu Hause. So, pass auf. Ich bin fertig. Das heißt, wir machen jetzt hier die Folge zu Ende. Ja. Und ja, das heißt, ich bin soweit fertig. Alles andere können wir dann klären. Dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge nämlich dann auf eine richtig spannende Höhlentour und gucken mal, ob wir dann noch so ein paar Hexen auf den Besen erwischen in so einer Höhle. Ne? So. Ja. Ja, wie gesagt, wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und wir sagen tschüss.